Ja, moin moin, herzlich willkommen und was geht hier zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind mal wieder zurück in Lotus und wollen mal wieder so ein bisschen was Neues zeigen. Es ist nicht viel, gleich vorweg, aber es wurde sich gewünscht, dass man vielleicht auch mal wieder den KT zeigt und mal auf das eine oder andere eingeht. Das machen wir heute. Ich bin nicht alleine, ich bin zusammen mit dem T4D1216. Wir sind also im Multiplayer unterwegs, da ja auch ein Wunsch war, mal den T6 wieder zu zeigen. Ja, zeigen wird heute nicht so der Fall sein, aber ihr werdet ihn zumindest mal sehen. Weil am T6, das muss man gleich vorweg sagen, ist nichts passiert. Das Fahrzeug ist nicht weiterentwickelt worden, einzig wurde das Fahrzeug skripttechnisch repariert, dass es eben wieder funktioniert. Und ja, aber man wird ihn auf jeden Fall mal sehen. Dann haben wir den KT. Wie gesagt, auch hier ist nicht wirklich viel Neues, aber wir gehen mal auf das eine oder andere ein. Wo sind wir heute? Wir sind mal nicht auf Thalstedt, wir sind auf Marienberg unterwegs. Das ist eine Map vom Kartoffelphantom himself. Und ja, hier sehen wir schon den KT als Traktion in dem Repaint des örtlichen Verkehrsbetriebes. Ja, so, dann würde ich das sagen, weil wir hier schon so schön rumstehen, gehe ich jetzt einfach mal in mein Fahrzeug hinein. Der KT brummt so schön vor sich hin. So, machen wir. Achso, ja, als allererstes haben wir ja die Entwerter. Ich habe jetzt keine Linie drinnen, nur ein Ziel. Und ja, dementsprechend ist der Entwerter jetzt gerade aktuell außer Betrieb. Ich kann hier auch versuchen zu klicken, er macht kein Geräusch. Und wenn ich jetzt hier mal Linie und Route schilder, nehme ich gleich die richtige. Genau. Das ist hier, dieses Wendedreieck ist nur eine Zwischenendstelle, eine Zwischenlösung. Da hinten kommt dann irgendwann mal die eigentliche, ich glaube, es ist die Hauptbahnhof gewesen, wo da hinfährt, die 5. So, jetzt sehen wir, das Außerbetrieb ist weg. Und wenn ich jetzt drauf drücke, haben wir den wunderschönen Entwerter-Sound, genau. Das gleiche müsste auch gehen bei Razzia. Aber was war jetzt Razzia? Nein. Razzia war, glaube ich, das na sag schon, Quadratsymbol da auf dem Ibis. Was habe ich gerade gedrückt? Ah, Tatsache, außer Betrieb. Ja, bei unserem Maß stand das damals wenigstens mal drin im Display. Ja, genau, sieht, funktioniert also auch. Der Razzia-Taster, ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Tür 1 zu. Fahrstufe ist schon eingewählt, ausgewählt. Achso, wir machen die Fahrerkabinentür mal zu. Und die Fahrgäste eigentlich voll quatschen. Sitz ist schon eingestellt, Spiegel auch, Fenster sind auch offen. Achso, ja, da war ja was. Man muss ja erst doch nochmal aussteigen. Man muss ja mal eine Anforderung holen. Das wäre von Vorteil. Manchmal wäre das von Vorteil, ja. Ja, also bis jetzt muss ich sagen, ist das eine wunderschöne Map. Muss man ja so ein bisschen durch die Ecke lunzen hier so, ja. Also. Ich bin auch froh, dass er sich dazu durchringen konnte, die Map zu bauen. So, das A ist da, dann steigen wir wieder ein. Tür zu. Blinker rechts. Ist jetzt halt nur die Frage, sehe ich das eigentlich von hier? Ja, so sieht man es. Ja, das Map bauen hat er immer noch drauf. So, dann geht's los, wa? Fahren wir mal zur Abfahrtshaltestelle. Jawohl. Irgendwie. Aha. Hatte ich keine Grünschleife. Naja, gut. Keine Grünschleife. Nee, aber war keine große Störung. Einmal Tür auf, dazu hat gereicht. Na denn. So. Haben wir jetzt hier die aktuelle Starthaltestelle. Warum
einfach hier auch gerade keiner steht. So. So, man könnte ja mal, genau. Ja, das mit den Entwertern ist somit das Neueste. Die Fahrgäste hat beim letzten Mal ja schon gezeigt. Ansonsten gab es nur eine Anpassung beim Kinderwagenschalter. Nächste Haltestelle, Straße. Ja. Weiß wurde da, glaube ich, die Häufigkeit runtergesetzt. Ne? Ja, genau, die Häufigkeit des Kinderwagen-Tasters wurde runtergesetzt. Nochmal etwas angepasst. Achso, wir sind. Ja, stimmt. Im Multiplayer gibt es noch keine Menschen, deswegen steht hier keiner. Ich habe mich gerade schon gefragt, warum ist denn hier keiner? Aber ja, stimmt, da fiel es mir wieder ein. Multiplayer. Ja. Auch das wird irgendwann kommen, aber das liegt nicht in unseren Händen. Genau. Also die Menschen sind da im Singleplayer, steigen die auch astrein ein. Und astrein auch wieder aus. Genau. Ja, es ist aber wirklich, also ich muss sagen, in welcher kurzen Zeit diese Map so entstanden ist, ist echt unglaublich und auch wieder die Qualität ist 1A. Also die gleich vorweg zu sagen, die Map ist natürlich nicht fertig. Nee. Ist also nicht im Workshop zu erhalten. Genauso wie das Fahrzeug immer noch, das muss man halt auch sagen. Es ist alles noch Work in Progress. Auch wenn der KT mittlerweile schon recht weit ist. Ich glaube, der Seitenscheibenwischer fehlt noch, ne? Vorne rechts, ja. Ja, wenn er nicht dran ist, dann fehlt er noch. Ja. Genau. Aber modelltechnisch ist es, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Genau, halt so eine klitzekleinen Bauteile, die noch fehlen, wie der Seitenscheibenwischer. Ich glaube, das linke Fahrerfenster müsste inzwischen auch schon drin sein. Jo. Ach, Linkspiegel gab es ja nie. Zumindest in Berlin nicht. Ja, ansonsten würde mir jetzt großartig nichts einfallen, was noch fehlt. Ein paar Skriptsachen fehlen natürlich noch, ist ja klar. Aber ansonsten ist das Modell schon sehr weit fortgeschritten. Ja, das kann man so stehen lassen. Kommen wir. Ja. Ist natürlich schade, dass jetzt kein Haltewunsch ausgelöst wird. Leider. Das muss ich wohl selber machen, damit man das, was, um was es auch geht, noch sieht. Einmal T6 bitte. Nächste Haltestelle. Und den B6 nicht vergessen. Genau, und den B6 nicht vergessen. So, da muss ich jetzt selber mal einen Haltewunsch auslösen. Sonst kann man das nächste ja gar nicht zeigen. So. Hey, es gibt neue Texturen für die Leuchtmelder. Die haben sich auch nochmal überarbeitet. Das stimmt. Also ich habe das mit dem Original nochmal verglichen. Mit dem, es war ein KT4 DM, aber das ist ja kein Problem. Es ist schon verdammt original nach
umgesetzt worden. Also das muss man mal so festhalten. Die Texturen, die sehen auf jeden Fall deutlich authentischer aus als die, die vorher verbaut waren. Ich meine, die vorher, die waren schon klasse gewesen, aber die, die jetzt aktuell drin sind, die sind natürlich nochmal einen Zacken geiler. Ja. Ja. So, ab geht's in den eingleisigen Abschnitt. Hier dieses Einfamilienhäuserviertel schon echt cool. Kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schön. Ein paar Mülltonnen vermisse ich vielleicht noch. Die werden bestimmt irgendwann noch kommen. Ja. Noch ein paar parkende Autos hier und da. Ah ja, schöner Anhänger. Auch schön. Nächste Haltestelle, Wirtenstraße. So, in der nächsten Haltestelle gehe ich mal auf einen Wunsch ein, den ein User geäußert hatte. Betreffend der Schienenbremse. Ah, hier stehen noch ein paar Fahrzeuge. Guck mal. Sind wahrscheinlich alle arbeiten, es ist ja auch 8:30 morgens. Das ist wohl. Achso, ohne KI kriegst du hier gleich immer direkt freie Fahrt, ne? Ja, das ist mir ehrlich gesagt auch schon aufgefallen. So. Wir wollten ja mal auf die Schienenbremse eingehen. Ich glaube, den Sound wollte jemand hören. Also, ich muss jetzt dazu sagen, wir hören jetzt das Brummen des KTs. Wenn ich jetzt die Schienenbremse auslöse, wird auch, ich glaube, die Glocke mit angehen. Ja, aber wenn man mal hinhört, hört man das. Dieses Scheppern der Schienenbremse. Ich hoffe, damit ist der Wunsch auch ja, ausreichend erfüllt. Es ist auch wie im Original so, dass nur am ersten Triebwagen die Schienenbremse fällt. Oh, und jetzt geht es hier mal ein bisschen in eine Steigung. Und jetzt hast du dich versprochen. Nächste Haltestelle. Warum? Du hattest doch gesagt, dass die Schienenbremse nur beim ersten Triebwerk fährt. Ja. Das ist nicht so. Schienenbremsen sind natürlich bei dem ganzen Zug vorbei. Ja. Ja, das sind natürlich noch so eine, was ich vorhin schon sagte, so eine kleine Skriptsachen, die natürlich dann noch mit reinkommen müssen. Ja, das sind dann halt so eine kleine, die einem fehlen. Es ist auch nicht ganz einfach, natürlich so einzustellen, dass die zwei Wagen natürlich miteinander harmonieren. Das ist auch ein bisschen dem Multiplayer geschuldet. Das halt so umzusetzen. Also das, was im Singleplayer funktioniert, muss auch nicht zwangsläufig im Multiplayer funktionieren. Ja, das stimmt, das mit den Funktionen ist momentan noch etwas schwierig.
Oh, da bin ich dann Trainer durchgefahren mit Last, hat ein bisschen geknistert. Ja, und dann befinden wir uns jetzt hier auch in der Endstation Fuchsberg. Also eine der regulären Endstellen der 5. So, angekommen. Jetzt gedacht. Genau, jetzt steht da schon die Rücktour zu der Zwischenendstation. Ich glaube, das wäre eigentlich die richtige Route. Scheint so. Aha. Genau, da fährt die 5 dann später mal hin. Ja, weiß nicht, wo bist du denn mit deinem T6? Ich bin jetzt gerade wieder auf dem Rückweg zum Fuchsberg. Das ist ja super. Ja, dann mache ich in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen noch etwas Geändertes. Also fahre ich jetzt mal ein Stückchen vor und dann fahre ich mal auf das Innengleis rückwärts. Sollte ja wohl reichen, denke ich mal. Kurzer Blick, aber sowas von. So, dann Türfreigabe, Fahrstufe. Oh, ich bin schon lange nicht mehr im KT rückwärts gefahren. War 0, ne? Zeit. Fahrstufe 0, ne? Dann Schlüssel raus. Genau, Richtungswender 0. Aufgerüstet kannst du lassen. Genau. So, dann müssen wir jetzt nur noch zum anderen KT nach hinten. So zum Beispiel. Und dann. Ja. Ha! Sehen wir jetzt ein anderes Rückfahrpult. Und zwar das richtige. Das ist das gleiche, welches auch im T6 verbaut war. Also im T6 A2M. Das andere Rückfahrpult, was wir bis jetzt immer gesehen haben, das war das Rückfahrpult vom KT4 DM, nicht vom DTM. So, aufrüsten. Und dann können wir eigentlich auch schon rückwärts fahren. Sollten aber die Weiche stellen. So, und das ist jetzt so, wenn ich das Fahrpedal loslasse, oder in dem Fall jetzt hier diesen Drehknopf, dann geht der immer automatisch in die Bremse, in die Stufe 1. Es gibt einmal die Haltefunktion, also für die Tastaturspieler wäre das die Taste 5. Und wenn ich auch die loslasse, geht er wieder zurück. Also wenn man beschleunigt hat und gleiten will, rollen will, dann einfach die Taste 5 gedrückt halten, dann rollt er durch. Ansonsten haben wir drei verschiedene Beschleunigungsstufen und wir haben auch drei Bremsstufen, die man jetzt so durchschalten kann. Also durch mehreres Drücken auf die Taste 8 bekomme ich die Fahrstufen und durch mehreres Drücken auf die Taste 2 ist es bei mir halt dann die Bremsstufen bis hin zur dritten Bremsstufe, die Vollbremsung. Oder halt Taste 5, das Rollen. Ja, das ist so das neue Rückfahrpult. Wir können hier vielleicht noch mal. Jetzt bleibt die Klappe nicht offen. So. Hier noch mal ein bisschen reinzoomen, damit man auch mal Texturen sieht. Ich denke, die Texturen sind mehr als gut. Sehr gut lesbar. Alles sehr scharf.
Das kriegen manch andere User, Content-Ersteller nicht so scharf hin mit ihren Texturen. Das ist wohl wahr. Genau. So. Dann drücken wir noch mal den Kinderwagenwunsch. Dann kommt hier vielleicht auch demnächst mal ein T6 angerollt. Oh, das war jetzt mit zu viel Schwung. Ja, jetzt sieht man hier auch gerade schön den Störungsleuchtmelder nochmal richtig schön leuchten. Ja, das ist halt auch nochmal so ein schöner neuer Leuchtmelder. Sieht man das mal? Gab es hier nicht eigentlich auch mal einen Taster für Leuchtmelder prüfen? Das ist, wenn du den Wagen abgerüstet hast und dann die Störungstaste gedrückt hältst. Ah, genau, so war das. Dann machen wir erstmal die Warnblinkanlage aus. Dann schalten wir das Fahrzeug jetzt mal aus. Ah, genau. Sehr schön. Ja, da sieht man das auch nochmal wunderschön, wie sie alle jetzt leuchten. Den neuen Texturen. Also gerade bei den durchsichtigen sieht man das sehr gut, wie die dann leuchten. No. Schon ein Traum. Ah ja, das ist schon ein Träumchen. Das war einmal aufrüsten zu wenig. Oh, jetzt. Ja, das mit dem Aufrüsten muss natürlich auch nochmal gefixt werden. Ich kann mich daran erinnern, dass das vorher nicht so war. Es müssen natürlich beide Wagen gleichzeitig anspringen. Also es kann nicht sein, dass erst der zweite anspringt und dann der erste. Da liegt auch noch ein Fehler vor zurzeit. Das ist mir schon aufgefallen. Das muss ich auch noch weiterleiten. Also es müssen, sobald ich den Schlüssel auf... was war das hier? Ich sehe es gerade nicht beim T6. Auf Stille, dann genau. Müssen sofort auch beide Wagen anspringen und nicht versetzt. Das wird dann natürlich auch noch gefixt. Auch generell bei dem Aufrüstvorgang fehlen natürlich noch Sounds, wo ich momentan dabei bin, die aufzunehmen, die dann irgendwann noch implementiert werden, und dann sollte das so ein bisschen realistischer sein. Mal schnell das Logo angucken, bevor der T6 hier im Berliner Look reinrauscht. Einmal das Stadtwappen quasi, also das, und einmal VGM, ne, Verkehrsgesellschaft Marienberg. Ja, und damit sind auch eigentlich die beiden Fahrzeugtypen, die hier auf der Map verkehren, auf einem Bild. Also Marienberg verkehren nur T6 A2M und die beiden KT-Typen. Ja, da haben wir den KT. Quatsch, den T6. Jetzt siehst du, bin schon völlig. Plem, plem. Ja, wie gesagt, verändert hat sich an dem Fahrzeug nichts groß seit der Vorstellung, außer dass es jetzt wieder im Spiel nutzbar ist. Also immer noch keine Fahrstand. Sieht immer noch genauso aus. Können wir mal reingucken, genau so wie man es kennt. Ibis sehen wir jetzt natürlich nicht, weil ich ja nicht der Spieler des Fahrzeugs bin. Und auch sonst, hier vorne um die Matrix rum, fehlt halt noch der ganze Kasten und so. Ja, aber er ist mal wieder zu sehen. Der T6 A2M.
Deswegen gibt es für das Fahrzeug auch noch kein Repaint, weil wir da noch ja, keins erstellt haben, weil das Fahrzeug halt auch, wie gesagt, noch nicht so weit ist. Ja, dann würde ich sagen, war es das für heute. Nette kleine Runde auf dieser wunderschönen neuen Map vom Kartoffelphantom. Ich denke, wir werden uns demnächst wiedersehen, wieder hören. Und bis dahin würde ich sagen, bin ich fertig? Hast du noch irgendwas? Nö, ich wäre dann auch soweit durch. Gut. Also ich hoffe, die angedachten Fragen sind beantwortet. Das, was nachgefragt wurde, haben wir gezeigt. Die neuesten Sachen am KT haben wir auch gezeigt. Dann sage ich tschüss, winke, winke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.